Close Quarters Showdown. Okay. 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 Heute mag das spielen Max und ich als Team. Warum auch immer. Tja. Das wird auch so bleiben bis zum Ende, da bin ich mir fast sicher. Mhm. Oh, endlich mal eine Pistole. Ja, diese Lesbian Sandy liebe ich. Eher als die. Nein. Oh. Da kämen die dort hinten und warten. Nein. Max einfach mal anders. Dieses ganz anders. Eine fette Kopfnuss, die ich da gekriegt habe. Na da. Vorsicht, andere Seite. Einen konnte ich noch mitnehmen. Max ist weg. Wir haben noch 3 Minuten. Nice. Yes. Schön. Ich hätte jetzt natürlich auch 3 Minuten dann noch warten können, aber das ist ja langweilig. Nee, so lange hätte ich auch nie gewartet, irgendwann hätte ich geholt. Mir einen runter? Natürlich.
Ah, jedes Mal Markus und ich. Sven, das kommt von Herzen. Achso. Ja. Ja, bei mir war es einfach zu zweit dort an der Position. Den Max konnte ich noch mitnehmen, den Markus nicht mehr. Das ging ja nicht. Die Map an sich ist eigentlich ganz cool. Ich mag es halt nur nicht, wenn es nur zwei Wege gibt, so praktisch, so grob gesehen. So, gerade wenn du so wenig Leute bist, brauchst du ein paar mehr Möglichkeiten, um dich zu bewegen auf der Map. Allgemein wäre cool, wenn man so ein bisschen mehr Leute da wären. Wie gesagt, auf solchen Maps. Und da kannst du diese Modi, die selbst gebaut lässt, im Standing. Ich mag die lieber als diese Runner-Dinger. Kannst du die häufiger spielen? Fuck. Das war jetzt blöd von mir. Was war das denn? Hä? Er ist richtig über die Map gegleitet, Alter. Das ist nicht wahr. Nein! Markus! Wir mussten zwar einen Kev opfern, aber für Markus hat's gereicht. Ja, meine war es trotzdem nicht. Bisher, zumindest nicht. Stirbt zu häufig, ja. Hier. Wie sie alle ruhig sind, herrlich. Was willst du groß sagen? Oh, geil! Ja. Die hat die Waffe nie gezogen. Nein! Ach. Enrico, hast du ihn? Ja. Hat er sich um mich rumgerollt, Alter. Ja, schön, Enrico. Aber wie kurz, ich hab dir genauso auf den Körper geschossen wie ich und ich war eigentlich schon eine Kugel tot. Hä? Und hast du die Weste Ich hab nicht um die Ecke geschaut, Kev. Ich hab um die Ecke gefeuert, so. Ja, ich auch, aber trotzdem. Ich wundere mich gerade. Ja, aber dein Kopf guckt raus. Was? Naja, alles gut, wir haben trotzdem. Wenn du an der Ecke lehnst und du machst den Stick nach rechts oder nach links, dann zur Ecke hin, dann guckst du dir so um die Ecke ein bisschen. Dabei guckt der Kopf raus. Da habe ich drauf gezielt. Naja, alles gut, dann ist das halt jetzt. Wir haben trotzdem gewonnen. Habe ich jetzt fast noch geschafft, aber da hat sich Enrico gekonnt an mir vorbeigerollert. Das war nicht gut. Na ja, gut, ihr wart gegen 2 gegen 1, ne? Leider. Dann hast du das leider offline. Was? Nach der Runde. Hä? Warum? Nach der Runde offline. Okay. Ich hab's vergessen. Okay. Komm, versprochen, dass wir essen gehen. Dann sind wir dann wenigstens ausgeglichen. Nee, doch, sind wir ausgeglichen, klar. 4. Aber das gewinnen wir noch, Marki. Ach, geh doch mal dahinter. Digga, ich bin doch schon längst weg. Das gewinnen wir doch, Buff-Tool. Oh.
Alter, mein Aim ist einfach mal so schlecht. Ich habe auch gerade übelst verzogen. Aber gerade eben auch der Runde davor, ja, ich rolle mich so an Sven ran, der lehnt da an dem Container, ich schieße, glaube ich, drei oder vier Mal links und rechts daneben. So peinlich. Naja, zumindest die Rote dann klar gemacht. Ja, und gut, 3 gegen 2, ja, Team ist. Ich schau, wie es läuft. Jetzt sind wir 2-2, leider. So weit nur 4 jetzt nur noch. Wieso? Wenn der Markus in dem Team ist, dann ist es fair. Weil der Markus alleine in einem Team ist, oder was? Ja. So, kommt doch mal fair, aus welcher Sicht du das siehst, ja. Wenn ich im Team bin. Das böseste Team wäre Markus und Enrico zusammen. Das hatten wir auch schon. Und das könnte tatsächlich jetzt passieren. Das hat mir nicht voll, bin ich mich gerade am Schneiden, wo ich mit Sven alleine regelmäßig. So, ich bin jetzt auch mal ganz kurz pinkeln, bin sofort wieder da. Ja, deswegen bin ich mal jetzt. Bitte abschütteln, Spaß. Jo, mach schön, dass du da warst. Wer jetzt dreimal schütteln, ist Selbstbefriedigung. Dann, Tata. Tata, bis dann. Du musst ja wissen, Kev, ne? Ich lass lieber.